Als Olaf Däther am 8. November 2001 den Saal 218 im Bremer Landgericht betritt, damit Recht über ihn und seine Taten gesprochen werde, da steht eigentlich schon fest, er wird länger, viel länger im Gefängnis sitzen als fast alle anderen Mörder. Es gibt ja schon an diesem ersten Verhandlungstag für seine Richter keinen Zweifel daran, dass Olaf Däther innerhalb von nur 10 Tagen 5 Frauen ermordet und eine 6. beinahe ermordet hat. Kaltherzig, heimtückisch und aus Habgier. Die Richter wissen, seine Opfer waren alle über 80 Jahre alt und lebten allein. Arglos und zutraulich haben sie Olaf Däther die Türen ihrer Wohnungen geöffnet und ihn hereingebeten und mit ihm geplaudert, weil sie ihn ja kannten als den großen Teddybären vom Pflegedienst. Und er hat sie gefoltert und beraubt und umgebracht. Es war sicherlich ein besonderer Fall. Ich stand kurz vor meiner Pensionierung und dann ereignete sich dieser Fall. Olaf Däther war sicherlich der größte Fall in meiner ganzen dienstlichen Tätigkeit. Ein derartiger Fall hat ganz hohe Seltenheitswert in der Rechtsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass wir Ähnliches schon einmal bei einem unserer Landgerichte gehabt hätten. Der Fall Däther war außergewöhnlich. In vielerlei Hinsicht. So einen habe ich vorher nie bearbeitet und hinterher auch nicht wieder. Es handelt sich bei Herrn Däther um einen Menschen, der sehr mitleidlos ist. Herr Däther hat im Wesentlichen Mitleid für sich selbst. Deswegen war er auch zum Teil von Tränen ergriffen, allerdings in Bezug auf seine eigene Person und sein eigenes Schicksal, nicht aber in Bezug auf andere. Er hat mich gequält, weil ich sollte ihm sagen, wo das Geld ist. Und sonst nichts. Im Grunde genommen dürfte er gar nicht mehr rauskommen, nach so einer Tat. Nach so einer Tat nicht, also beim besten Willen. Dass Olaf Däther nicht noch mehr Menschen ermordet hat, ist mit einiger Sicherheit der Zähigkeit und dem Überlebenswillen dieser Frau zu verdanken. Martha Neubauer ist jetzt 89 Jahre alt und lebt in einem Altenheim. Sie ist ein bisschen vergesslich geworden. Aber was Olaf Däther ihr vor 7 Jahren angetan hat, das wird sie wohl nie vergessen. Weil es so brutal, so schmerzhaft und so entwürdigend war. Dazu passt so gar nicht, was Däthers Anwalt auf einer Pressekonferenz über seinen Mandanten sagte. Während Martha Neubauer mit 3 gebrochenen Rippen, einer Schädelprellung, einer Platzwunde und diversen Blutergüssen im Krankenhaus lag. Ich würde ihn als gutmütigen Menschen bezeichnen. Was im Anbetracht der Vorwürfe vielleicht etwas schwer wiegt, aber naiv. Er ist ein Mensch, der auf der Suche nach Zärtlichkeit ist, was ihm allerdings möglicherweise zum Verhängnis wurde. Das erste Opfer des angeblich gutmütigen Menschen war Lisbeth Nägler. Als er ihr zum Verhängnis wurde, da war er auf der Suche nach Geld und bereit zu töten, um welches zu kriegen. Die verwitwete frühere Sparkassenangestellte war damals 87 Jahre alt. Eine aktive, lebensfrohe Frau, die immer noch mal Reisen unternimmt, sich für Politik und Fußball interessiert und sich freut, dass sie 2 so wohlgeratene Kinder und 4 ebenso wohlgeratene Enkel hat. Jeden Morgen kommt jemand vom Altenpflegedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes, kurz ASB, hier in ihre Wohnung in Bremerhaven-Leerheide. Hauptsächlich, um ihr beim Anziehen der Stützstrümpfe zu helfen, die sie seit einiger Zeit tragen muss. Und als ASB-Mitarbeiter kennt sie eben auch Olaf Däther, diesen großen, dicken Mann, den manche der ASB-Patientinnen fast liebevoll Teddy nennen. Und den andere überhaupt nicht mögen, weil er sie so rumkommandiert. Däther kommt nicht morgens an diesem 5. Juni 2001, sondern abends gegen 8:30. Er hat vorher angerufen. Irgendwas sei mit Lisbeth Näglers Hausnotrufanlage nicht in Ordnung, hat er gesagt. Und er müsse das mal überprüfen. Das tut er dann auch. Oder er tut jedenfalls so, als täte er es. Und nach der angeblichen Überprüfung scheint der Apparat auch zu funktionieren. Da ist er wieder. Abwesend. Abwesend. Abwesend.
Lisbeth Nägler bittet den anscheinend technisch versierten Mann vom ASB, wo er nun schon mal da ist, doch mal nachzugucken, ob man nicht in ihrem Schlafzimmer ein zusätzliches Telefon anschließen könnte. Däther tut ihr den Gefallen. Und dann zieht er eine Frottee-Socke über seine rechte Hand, weil er sich Speichel von alten Frauen ekelt und begeht seinen ersten Mord. Bei Nägler haben wir ein eindeutiges Bild, mechanisches Ersticken, und zwar vom Mechanismus her durch Bedecken der äußeren Atemöffnungen und Zusammendrücken des Brustkorbs. Wir haben das festgemacht anhand der Verletzungen in der Umgebung von Mund-Nase am Brustkorb und insbesondere durch die sogenannten Stauungsblutungen oder auch Erstickungsblutungen. Lisbeth Näglers Leiche wird erst am nächsten Tag gefunden, von ihrer Pflegerin, die ihr mit den Stützstrümpfen helfen will. Der herbeigerufene Arzt merkt nicht, dass Lisbeth Nägler schon vor vielen Stunden gestorben ist. Auf dem Totenschein kreuzt er an, es gebe keinerlei Anzeichen für einen nicht natürlichen Tod. Rechtsmediziner Klaus Püschel stellt 10 Tage später schon auf den ersten Blick bei der äußeren Besichtigung von Lisbeth Näglers Leichnam vor der Obduktion fest, dass der Tod alles andere als natürlich war. Die Abschürfungen und großflächigen Blutergüsse sprechen eine deutliche Sprache. Und die für Ersticken typischen punktförmigen Blutungen in Augenbindehäuten, Mundschleimhaut und Gesicht sind eigentlich nicht zu übersehen. Von früheren Besuchen bei Lisbeth Nägler weiß Olaf Däther, wo die alte Dame ihr Geld aufbewahrt. In einem Sideboard im Wohnzimmer findet er 200 Mark. Und weitere rund 100 nimmt er aus dem Portemonnaie in der Handtasche, die an einem Sessel hängt. Um die 1000 Mark hatte er sich erhofft, erzählt er später der Polizei und vor Gericht. Olaf Däther ist am 25. September 1969 in Bremerhaven geboren worden, unehelich. Seinen leiblichen Vater lernt er nie kennen. Aber kurz nach seiner Geburt heiratet seine Mutter den gelernten Vulkaniseur Alfred Däther, der sich später zum Krankenpflegehelfer hat umschulen lassen, und der adoptiert das Kind. Alfred Däther ist mittlerweile Rentner. Er ist schwer herz- und nierenkrank. Seine Frau Veronika leidet an multipler Sklerose und ist erblindet. Über die Kindheit ihres Sohnes wissen die beiden nichts Besonderes zu berichten. Ganz normales Kind gewesen. So nett, freundlich. Olaf Däther wächst in geordneten kleinbürgerlichen Verhältnissen auf. Er ist durchschnittlich intelligent und macht den Realschulabschluss. Schon damals will er Krankenpfleger werden, aber er findet keinen Ausbildungsplatz. Deshalb geht er für 8 Jahre zur Bundeswehr und lässt sich da zum Sanitäter ausbilden. Er macht eine kleine Karriere bei der Sanitätseinheit der Kaserne in Cuxhaven-Altenwalde. Am Ende ist er immerhin Oberfeldwebel. Ihm hat das Spaß gemacht bei der Bundeswehr. Vorher kam man sich mit den Leuten auch gut zurecht. Die mussten das akzeptieren, dass er sagt, dass er Vorgesetzter war, und da gab es auch keine Probleme, so wie er immer sagte. Er hat deutlich hervorgehoben, dass er als Unteroffizier untergeordnete Mitarbeiter hatte, die er dann auch so als Schleifer behandelt hat, also jemand, der dann sozusagen für Zucht und Ordnung bei Untergeordneten gesorgt haben will. Also schon deutliche Züge eines prononciert narzisstischen Geltungsbedürfnisses. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass sie sich mit Menschen unterhalten, die schwere Straftaten begangen haben. Und wenn man sie bittet, sich selbst zu beschreiben, dann sagen sie, ich bin ausgesprochen freundlich, hilfsbereit, sozial eingestellt. Das verwundert mich nicht. Manchmal klafft eben Selbstbild und Realität dann doch auseinander. Freundlich, hilfsbereit, sozial eingestellt, kompetent, gesellig und so weiter, so beschreibt auch Olaf Däther sich selbst, als Nala Saime ihn im Auftrag des Gerichts psychiatrisch begutachtet. Und es gibt auch andere Leute, die ihn so oder so ähnlich sehen, bis er zum Serienmörder wird. Seinen zweiten Mord begeht Olaf Däther am 7. Juni 2001 hier in der Elbestraße in Bremerhaven-Geestemünde. Sein Opfer wird die 85-jährige Margarete Michaelis. Sie habe ihn sehr gemocht, erzählt Däther später vor Gericht.
Als er morgens gegen 10 die Treppe im Haus Elbestraße 48 hinaufsteigt, passiert etwas, das später Zweifel am natürlichen Tod der schwerherzkranken Margarete Michaelis wecken wird. Zwei Nachbarinnen sehen den auffallend großen, dicken Mann, als er Margarete Michaelis Wohnung betritt. Und das erzählen sie später auch der Polizei. Data erzählt später, Margarete Michaelis habe freiwillig 850 Mark aus dem Wohnzimmer geholt, weil sie ihn ja so mochte und er sie darum gebeten habe. Sie habe vorher schon mal angeboten, ihm Geld zu leihen. Ob das alles stimmt, daran darf man zweifeln. Im Urteil des Bremer Landgerichts allerdings stehen Deltas Erzählungen wie sicher festgestellte Tatsachen, weil es juristisch nicht darauf ankommt, ob er in allen Einzelheiten die Wahrheit gesagt oder hier und da etwas beschönigt hat. Als Gegenleistung für das Geld, sagt Data, habe er Margarete Michaelis im Schlafzimmer die Waden massiert. Danach will er ihr geholfen haben, sich aufzusetzen, und sie habe gedroht zu schreien, wenn er sie nicht küssen würde. Da habe er ein Kissen genommen und es 5 Minuten lang auf ihr Gesicht gepresst. Um zu kontrollieren, ob Margarete Michaelis wirklich tot ist, prüft Data ihren Pupillenreflex und fühlt am Hals ihren Puls. Dann deckt er sie bis zum Hals zu. Und dass eine Tote so im Bett liegt, vollständig angezogen, das ist verdächtig. Das Zweite war, dass sich am Körper der Frau Michaelis tatsächlich Spuren fanden, die uns veranlassten, dann sofort einen Antrag auf gerichtliche Leichenöffnung zu stellen. Diese Leichenöffnung erfolgte ja am 8. Juni, einen Tag später, und führte leider nicht zu dem Ergebnis, dass Gewalteinwirkungen stattgefunden hatten. Und erst nach dem Geständnis von Data hat eine zweite Obduktion stattgefunden und dann hat man in der Tat festgestellt, dass die Frau erstickt worden ist. Naja, man muss eindeutig sagen, dass im Rahmen der Erstobduktion eine Fehlbewertung erfolgt ist, weil zugleich schwere vorbestehende Herzerkrankungen waren und weil die Befunde des Erstickens sehr dezent waren. Wir haben dann später eindeutig sagen können, also am Herzen waren keine akuten Veränderungen aufgrund der vorbestehenden Erkrankung. Andererseits die Befunde des Erstickens, gerade am Lungengewebe, waren deutlich. Aber wenn man nicht das gesamte Untersuchungsspektrum in jedem Einzelfall einsetzt, was man routinemäßig nicht ohne weiteres kann, dann kann einem so ein Fall tatsächlich schon einmal bezüglich der Diagnose in die falsche Kiste kommen. Zunächst scheint also auch Margarete Michaelis eines natürlichen Todes gestorben zu sein. Akutes Linksherzversagen lautet die Diagnose. Olaf Data hat nach 8 Jahren Militärdienst das Anrecht auf eine von der Bundeswehr geförderte Berufsausbildung. Er lernt Krankenpfleger am Stadtkrankenhaus Cuxhaven. Die Klinik beschäftigt ihn weiter nach dem Examen im Sommer 1997, weil er ein guter Krankenpfleger zu sein scheint. Und Krankenpfleger und Mörder, das ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Das Berufsfeld des gesamten Gesundheitsmarktes, das hat nicht nur mit Krankenpflege zu tun, das gilt für Ärzte nebenbei auch, ist natürlich ein Gebiet, wo man mit einer entsprechenden Persönlichkeitszuspitzung auch Machtpositionen in einer ausgesprochen destruktiven Art und Weise ausnutzen kann. Und insofern ist es ein Berufsbild, was, finde ich, für Herrn Data nicht falsch gewählt war. Im Mai 1999 heiratet Olaf Data. Seine Frau ist Krankenschwester. Sie gehört, wie ihre Eltern, der Neuapostolischen Kirche an, einer christlichen Glaubensgemeinschaft, die ihren Mitgliedern strenge Lebensregeln auferlegt. Data, bisher ein evangelischer Karteikastenchrist, konvertiert, wird auch neuapostolisch und zum regelmäßigen Kirchgänger. Das war ja immer Pflichtende auch, nicht? Da ist er auch mit und er wollte auch dann noch was werden. Und dann sagte er, ja, er will das in die Fußstapfen von seinem Schwiegervater denn treten, da auch mal so Prediger werden oder weiß nicht. Ja. Und bloß er wurde daher nichts von. Datas Frau weiß nicht, dass ihr Mann schon zur Zeit der Hochzeit hoch verschuldet ist. Und sie ahnt sicher nicht, dass er fähig sein könnte, wegen Geld zu morden. Am 10. Juni 2001 hat er die 83-jährige Helene König umgebracht. Nicht lange vor der Tat war sie gestürzt und hatte sich den Oberschenkel gebrochen.
Seit ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus ist sie zu Hause von ASB-Pflegern betreut worden, unter anderem von Olaf Däther. Sie hat früher im Gemischtwarenladen ihres Vaters gearbeitet, danach lange Jahre als Putzfrau und als Haushälterin der Drogistenfamilie, über deren Geschäft in der Bremerhavener Georgstraße sie immer noch wohnt, als Olaf Däther sie besucht, angeblich um sich nach ihrem Gesundheitszustand zu erkundigen. Diesmal greift Däther sein Opfer sofort an. Er zerrt die gerade mal 1,51 große und 45 Kilo schwere Frau ins Schlafzimmer, wirft sie aufs Bett und presst ihr Gesicht so lange in die Bettdecke, bis sie ihm sagt, wo ihr Geld ist. Dann drückt er weiter zu. Bei Frau König gab es auch Gewalteinwirkungen im Kopfbereich, die gerade in der Umgebung von Mund und Nase ausgeprägt waren. Und es gab ausgedehnt Stauungsblutungen, sodass von daher auch die Diagnose des mechanischen Erstickens gestellt wurde. Aber der Arzt, der herbeigerufen wird, nachdem Helene Königs Leiche gefunden worden ist, stellt wieder eine andere Diagnose: Herzversagen. Seine Antwort auf die vom Totenschein gestellte Frage, ob es Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod gibt, lautet nein. Däther dreht Helene Königs Leichnam auf den Rücken, weil er meint, das werde weniger verdächtig erscheinen. Die Suche nach dem Geld dauert nicht lange. Helene König hat ihm ja gesagt, wo es liegt, in der Schlafzimmerkommode. Er macht ungefähr 230 Mark Beute. Und danach nimmt er sich noch die Zeit, die Türklinken abzuwischen, die er ohne Frottee-Socke über der Hand angefasst hat. Nach der Heirat wachsen Däthers Schulden weiter, obwohl er und seine Frau recht gut verdienen. Eine neue Wohnung wird gemietet und teuer renoviert, neue Möbel müssen her und neue Autos. Däthers Frau ahnt von alledem zunächst nichts. Auch nichts davon, dass ihr Mann Anfang 2000 die sogenannte eidesstattliche Versicherung abgeben muss, also das, was früher Offenbarungseid hieß. Er wollte alles auf einmal. Er wollte auch ein neues Auto haben, er wollte dies haben und er wollte mit anderen mithalten. Und nicht, wo er nicht mithalten konnte, das ist ganz klar, weil die erstmal viel länger im Beruf waren, die sich auch schon hochgearbeitet hatten, eine ganz andere Gehaltsstufe hatten wie er als Krankenpfleger. Nicht, das ist, da kann ich nicht mithalten und was ich nicht habe, kann ich nicht ausgeben. Er hatte das Hobby, häufig neue Autos zu kaufen, zunächst Gebrauchtwagen, dann aber auch Neuwagen. Bis zu einer Summe von 100.000 pro Auto hat er einen Range Rover gekauft und gleichzeitig einen Audi A4, sodass er schon damals infolge der Leasingraten und der Kaufpreisraten, der Ratenzahlung völlig nicht mehr in der Lage war, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Schließlich fliegt Däthers Spiel mit Geld, das er nicht hat, auf. Seine Frau erfährt davon und trennt sich von ihm nach nur einem Jahr Ehe. Kurz darauf verliert er auch seine Arbeit im Krankenhaus. Er unterschreibt einen Auflösungsvertrag, nachdem er unter Diebstahlsverdacht geraten ist. Da war wohl Patientengeld oder was, wohl fehlte da. Was Patienten abgegeben haben zum Einschließen, wenn die operiert werden. Ja, da soll wohl Geld von weggekommen sein. Der Diebstahl im Krankenhaus wird Däther nie nachgewiesen, aber ein anderer. Bei einer Cuxhavener Tankstelle, wo er einen Nebenjob als Kassierer hat, stiehlt er 2000 Mark Wechselgeld und wird dafür zu 600 Mark Geldstrafe verurteilt. Angeblich soll er da Geld aus dem Safe genommen haben. Und zu uns hat er gesagt, er hat keinen Schlüssel für den Safe. Das kann er gar nicht gewesen sein. Und außerdem ist das Video überwacht. Plus im Nachhinein haben wir erfahren, dass die Videoüberwachung ergeben hat, dass er es nämlich gewesen ist. Auf Drängen seiner besorgten Eltern zieht der arbeitslose Olaf Däther von Cuxhaven um nach Bremerhaven, in dieses Hochhaus der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba in der Bütteler Straße, nur einen Steinwurf von der Wohnung seiner Eltern entfernt. Und Vater und Mutter müssen ihm jetzt immer öfter aus der finanziellen Patsche helfen. Dann rief einmal von der Gewoba jemand an, nicht? Ja, ihr Sohn, keine Miete eingegangen, mussten wir da auch wieder hinterher sitzen oder einspringen.
Nee. Dann war das Licht mal weg, Strom weg. Dann kam er da auch an, könnt ihr helfen? Nee. Ich sag, meine Güte, irgendwo ist auch mal Schluss. Irgendwo ist auch bei mir die Luft raus. Ich kann nicht nur immer eine Tasche fassen. Am 12. Juni 2001 begeht Olaf Däther im Haus Boschstraße 11 in Bremerhaven-Grünhöfe seinen vierten Mord. Das Opfer ist Lieselotte Schwarz, 85 Jahre alt, eine ehemalige Gewoba-Angestellte. Lieselotte Schwarz versucht sich zu wehren und verrät auch unter der Erstickungsfolter nicht, wo sie ihr Geld aufbewahrt. Däther kniet über ihr auf dem Bett. Er habe irgendwann Muskelschmerzen bekommen, erzählt er später der Polizei, und habe sich deshalb auf ihren Rücken gesetzt. Als Lieselotte Schwarz Gegenwehr erlahmt, klingelt es an der Haustür. Däther geht raus auf den Laubengang vor der Wohnung und sieht unten auf dem Parkplatz das Auto einer ASB-Pflegerin stehen. Er flieht ohne Beute. Er weiß ja, dass die meisten Patienten dem ASB Schlüssel für den Notfall geben. Er läuft im Treppenhaus erstmal zwei Stockwerke nach oben und verlässt das Haus erst, als er die Pflegerin wieder in ihren Wagen steigen sieht, während Lieselotte Schwarz mit einem dreifachen Wirbelsäulenbruch und anderen extrem schweren Verletzungen tot in ihrer Wohnung liegt. Ja, bei Frau Schwarz haben wir einen Brustkorbniederbruch festgestellt. Also, wenn ich das etwas übertrieben sage, als wäre da ein Panzer drüber gegangen, wobei man sich vorstellen muss, dass Däther eben ein sehr großer, sehr starker Mann war. Und er hat seine gesamte körperliche Kraft gegen einen so alten, hinfälligen Menschen eingesetzt. Und natürlich hinterlässt das Verletzungsmuster, Verletzungsmarken, die man normalerweise nicht übersehen kann. Sie werden aber übersehen von dem ersten Arzt, der Lieselotte Schwarz nach ihrem Tod sieht und der auf dem Totenschein wieder mal Nein ankreuzt bei der Frage, ob es Anzeichen für einen nicht natürlichen Tod gibt. Das haben wir uns damals nicht erklären können, wieso man zunächst von einem natürlichen Tod ausgegangen ist. Natürlich gibt es da diverse Erklärungen. Die einfachste ist, dass man sagt, er hat nicht richtig untersucht, er hat nicht genau hingeguckt, er hat nicht abgetastet und er hat die Augenbinde heute nicht aufgeklappt, also er hat die Grundregeln der äußeren Leichenschau nicht beachtet. Aber man muss sich natürlich auch seine Situation klar sein. Er denkt eigentlich, alter Mensch, bekannte Vorkrankheiten, was soll da schon geschehen sein, wenn dieser Mensch dann tot im Schlafzimmer liegt oder im Bett, als dass man davon ausgeht, dass sein Herz versagt hat. Im November 2000 bekommt Olaf Däther einen neuen Job beim Arbeiter-Samariter-Bund. Er wird stellvertretender Pflegedienstleiter. Das bedeutet nicht nur Patientenpflegen, das heißt auch Schreibtischarbeit. Seine Vorstrafe verschweigt er. Sein Chef ist zufrieden mit ihm. Freundlich zuvorkommt, nicht ausfallend, nicht aggressiv oder sonst was. Ja. So dass er zum Teil noch freiwillig hier länger gemacht hat. Also er ist nicht negativ aufgefallen hier. Und privat scheint es auch aufwärts zu gehen mit Olaf Däther. Es gibt wieder eine Frau in seinem Leben. Sie hat einen 3-jährigen Sohn und Däther verbringt viel Zeit mit den beiden. Da hat er uns nur erzählt, dass er jemanden kennengelernt hat und die auf die Sparkasse arbeitet, als Sparkassenangestellte. Und ja, dass sie wohl irgendwann zusammenziehen wollen, entweder sie zu ihm oder er zu ihr. Nee. Die Frau heißt Silvia R. und sie arbeitet nicht bei der Sparkasse. Sie arbeitet hier, im Bremerhavener Rotlichtviertel, als Prostituierte. Hier hat Däther sie kennengelernt und ein paar Mal für ihre Dienste bezahlt. Als das bekannt wird, nachdem Däther verhaftet ist, stehen in einer Zeitung, die besonders gerne besonders große Buchstaben druckt, sensationelle Geschichten über Olaf Däther. Nur, sie sind nicht wahr. Nach all den Informationen, über die ich persönlich verfüge, ist es vollkommen das Gegenteil gewesen. Also ein Mann, der eher sich scheut, sexuelle Kontakte mit Frauen einzugehen. Man möchte fast wirklich eher sagen, so wenig wie möglich, aus was für Gründen auch immer. Auch die waren nicht zu hinterfragen. Aber der Sexbesessene, der alte Frauen deswegen umbringt, um irgendwelche Bordellorgien zu feiern, das war vollkommen falsch. Däther will nicht, dass Silvia R. weiter sexuelle Dienste anbietet in den Schaufenstern der Rotlichtmeile. Das müsse sie jetzt auch nicht mehr tun, sagt er ihr.
Er sei ja ein wohlhabender Mann, Chef eines Pflegedienstes mit einem Gehalt von 9.800 Mark netto im Monat. Und er werde bald seinen eigenen Pflegedienst aufmachen. Er hatte diese Prostituierte kennengelernt und hatte sie aber eigentlich nicht als Prostituierte, als Dienstleisterin angesehen, sondern hatte mit ihr sehr viel gesprochen, sich sehr viel mit ihr unterhalten und dafür Geld bezahlt und hat in gewisser Weise das für sich als Beziehung, als Freundschaft angesehen. Er hatte sich im Laufe dieses Verhältnisses in die Frau verliebt und von seiner Seite auch Pläne geschmiedet für ein gemeinsames Leben. Wir hatten den Eindruck, dass er an die Zukunft geglaubt hat, aber das Ganze war unrealistisch, wie sich bei der Vernehmung von Silvia herausgestellt hat. Bei ihrer Vernehmung vor Gericht nämlich überrascht Silvia R. alle Prozessbeteiligten, auch Olaf Däther, mit einer unerwartet offenherzigen Aussage. Sie hatte keine Probleme damit, sich als Prostituierte zu gerieren, auch einzuräumen, dass sie nur auf das Geld von Olaf Däther ausgewiesen sei. Und sagte auch von sich aus mit einem silberhellen Lachen, dass sie einem Mann grundsätzlich alles erzählen würde, was er von ihr hören wollte. Sie sei ihm Freundin, Geliebte, Vertraute, was auch immer der Mann sich von ihr hoffe. Aber das sagt sie ja erst im November 2001 aus. Im Juni glaubt Däther noch an die gemeinsame Zukunft und gibt wieder mal Geld aus, das er nicht hat, um Silvia R. zu beeindrucken. Unter anderem bucht er eine Karibik-Kreuzfahrt im Wert von 24.000 Mark und er bestellt wieder mal ein 80.000 Mark Auto. Am 12. Juni, morgens gegen 8:30, bringt er Anneliese Kaune um. Sie wohnt in der Teestraße in Bremerhaven-Geestemünde. Die 89-Jährige ist geistig vollkommen fit und hat auch sonst kaum Gesundheitsprobleme, außer zu hohem Blutdruck. Eine lebensfrohe Frau mit 4 Kindern, 11 Enkeln und 11 Urenkeln. Die zierliche Frau wehrt sich heftig. Am Ende ist ihr Körper übersät mit Blutergüssen. Und neben den typischen Erstickungsblutungen finden sich bei der Obduktion weitere Anzeichen für Däthers übliche Mordmethode. Kleinere Verletzungen in der Umgebung von Mund und Nase und Verletzungen am Brustkorb, Unterblutungen, sodass auch hier dann die Diagnose gestellt wurde, mechanisches Ersticken durch Bedecken der äußeren Atemöffnungen und Zusammendrücken des Brustkorbs. Auch Anneliese Kaune hat nicht verraten, wo sie ihr Geld aufbewahrt. Und Däther weiß, jeden Moment kann die Pflegerin kommen, die Anneliese Kaune allmorgendlich den Blutdruck misst. Er hat keine Zeit mehr, nach Geld zu suchen, wischt wieder nur mögliche Fingerabdrücke weg und verlässt die Wohnung ohne Beute. Anneliese Kaune hatte schon die Einladungen verschickt für ihren 90. Geburtstag im August. Den wollte sie groß feiern. Eine unsinnige Gewalttat, heißt es in ihrer Todesanzeige, hat das verhindert. Ja, Däther hat mir gegenüber auch gesagt, dass er sich vorgestellt habe, dass diese hochbetagten Frauen das Geld auch nicht mehr bräuchten. Und er es in gewisser Weise etwas nötiger brauchen könne als sie. Er hatte überlegt, entweder eine Tankstelle oder eine Bank zu überfallen und sich auf diese Weise Geld zu verschaffen. Hat er aber Bedenken bekommen, weil dort Videokameras aufgestellt waren. Und so verfiel er auf die Idee, seine ehemaligen Patientinnen zu überfallen und dort auf etwas leichtere Weise zu Geld zu kommen. Däthers Gehalt reicht nicht für den Unterhalt der teuren Freundin und die sonstigen Verpflichtungen. Die Stadtwerke zum Beispiel haben schon wieder mal gedroht, ihm den Strom abzustellen. Und dann hat er plötzlich kein Gehalt mehr. Zu Däthers Aufgaben beim ASB gehört es, von den Pflegern bei den Patienten barkassierte Rezeptgebühren zu sammeln und an die Apotheke weiterzuleiten, die den ASB mit Medikamenten beliefert. Ende Mai 2001 beklagt sich der betreffende Apotheker bei der ASB-Leitung, er habe schon wochenlang keine Rezeptgebühren mehr von Däther bekommen. Dann haben wir die das überprüft, haben festgestellt, dass er bei uns ca. 2000 Mark unterschlagen hat, haben ihn fristlos gekündigt und sofort Strafantrag gestellt und die Kripo eingeschaltet. Und die Kripo ermittelt auch gegen Däther wegen der Unterschlagung. Am 5. Juni wird er zur Vernehmung ins Bremerhavener Polizeihaus bestellt. Er kommt auch, wird vernommen und bestreitet die Vorwürfe. Am Abend desselben Tages begeht er seinen ersten Mord. Niemand, der mit Däther zu tun hat während der 10 mörderischen Tage vom 5. bis zum 14. Juni, stellt irgendeine auffällige Veränderung an ihm fest, nicht mal seine Eltern. Er ist ja hier denn ja auch gekommen nach,
wie er schon die ersten Frauen umgebracht hat. So, als wenn nichts gewesen ist. Ganz normal verhalten. Überhaupt nicht. Nicht irgendwie wieder so. Ich meine, man normalerweise, also ich könnte es nicht verbergen. Also irgendwie würde man mir das ansehen, wenn ich irgendwas angestellt habe da. Also irgendwie wäre ich ja unruhig oder was. Nicht? Gar nicht. Ja, überhaupt nicht. So wie immer kam er rein hier und ein Hallöchen hier und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wahrscheinlich wäre es eine Frage der Zeit gewesen, wann wir dann gewesen wären. Irgendwo. Martha Neubauer, damals 82 Jahre alt, wird Däters sechstes Opfer. Am selben Tag wie Anneliese Kaune. Er fährt direkt vom einen Tatort zum anderen. Morgens gegen 9 klingelt er an Martha Neubauers Häuschen in Bremerhaven-Wulsdorf und sagt, er müsse mal prüfen, ob man da nicht ein behindertengerechtes Bad einbauen könne. Ich sage, ich brauche kein Behindertenbad. Ich komme da gut rein. Und dann sagt er, er müsste aber das inspizieren. Und ich ging mit ihm ins Badezimmer. Und so sagt er, die Wanne ist viel zu tief. Und das Zimmer ist viel zu klein. Das geht gar nicht in diesem Zimmer. Und ich sagte, na, das ist ja gut, dann lassen Sie uns mal zusammen in die Küche gehen und uns weiter unterhalten. Na, wie ich mich umdrehte und in die Küche wollte, machte er seine Hand vorm Gesicht. Ich machte so und schlug ihn die Hand weg. Ich sag, was soll das? Und sagte der Dieter, das ist ein Überfall. Ich sag, was wollen Sie von mir? Geld, sagte er. Wie bei seinen vorherigen Taten zerrt Dieter Martha Neubauer ins Schlafzimmer, presst ihr Gesicht ins Kopfkissen und foltert sie so lange, bis sie ihm sagt, wo sie ihr Geld aufbewahrt. Er drückte auf meinen Kopf. Hier drückte er so auf das Ohr. Und das tat so weh. Ich sagte zu ihm, Jungchen, nimm das Geld und geh. Du tust mir ja so weh. Dieter drückt weiter zu und jetzt noch fester. Aber Martha Neubauer tut alles, was sie kann, um weiterzuleben. Ich habe meine Hände so frei gehabt, im Gesicht gehalten. Und so. Darum habe ich Luft gekriegt. Trotzdem verliert sie schließlich das Bewusstsein. Dieter macht diesmal viel mehr Beute als bei allen Taten zuvor. Im Besenschrank in der Küche findet er 700 Mark in einem Portemonnaie. Und zwei Fächer tiefer steht auch noch eine verschlossene Geldkassette, genau wie Martha Neubauer gesagt hat. Dieter bricht die Kassette auf. Sie enthält 3000 Mark. Da klingelt das Telefon. Martha Neubauers Sohn Udo ist mit seiner Mutter zum Einkaufen verabredet und will ihr sagen, dass er ein paar Minuten später kommt. Dieter hebt den Hörer kurz ab und legt ihn gleich wieder auf. Dann packt er die Geldkassette mit den verräterischen Aufbruchsspuren und die Schraubenzieher, die er in einer Küchenschublade gefunden hat, in eine Plastiktüte und fliegt. Udo Neubauer macht sich natürlich Sorgen und ruft sofort nochmal an. Als keiner abhebt, steigt er in sein Auto und fährt zum Haus seiner Mutter. Hier habe ich sie. Hier habe ich sie aus dem Mund blutend, besinnungslos gefunden.
Und dann habe ich sie angesprochen und geweckt, ein bisschen geschüttelt und ein bisschen gerüttelt. Und dann kam sie langsam zu sich und sagte zu mir, wo bin ich, wo bin ich, was ist mit mir passiert, wo ist der Kerl? Der Kerl gibt Martha Neubauers Geld zügig aus. Nachmittags gegen 5 steigt er die Treppe zum kleinen Kontrollturm des Sportflughafens Nordholz bei Bremerhaven hoch und legt da 258 Mark auf den Tisch für einen Rundflug Nordholz-Helgoland-Nordholz. Und er gibt großzügig 12 Mark Trinkgeld. Zuvor hat er bei den Stadtwerken seine Stromrechnung bezahlt, hat Silvia 1500 Mark in die Hand gedrückt und war mit ihr essen und beim Friseur und bei der Fußpflegerin. Er hat den Tag eigentlich recht gut verbracht. Eigentlich, muss man sagen, sehr beschwingt und unbeeindruckt von diesen beiden schweren Taten, die er morgens begangen hatte. Also es gibt ja das Phänomen der Abspaltung, dass sie unangenehme Affekte und Erlebnisse und Situationen letztendlich komplett aus ihrem Bewusstsein abspalten, damit es nicht mehr als belastendes Material sozusagen zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite stellt sich für mich die Frage, ob die Situationen für Herrn Data überhaupt belastend waren. Ob da nicht jemand, ich möchte fast sagen, seinem neuen Berufsfeld nachgegangen ist, seinem neuen Job nachgegangen ist, einen Gelderwerb zu tätigen. Ich betone eben das Kaltblütige. Ja? Und nach verrichteter Arbeit, die unterschiedlich gut gelungen ist, sich dann dem angenehmen Leben zuzuwenden. Und zum angenehmen Leben gehört eben auch mal was Besonderes, wie ein Rundflug über die Nordsee. Der damalige Pilot fand seine Fluggäste irgendwie besonders. Ja, also zunächst habe ich mich gewundert, einfach über die optische Zusammensetzung. Also ein großer Kerl, etwas übergewichtig und eigentlich eine tolle Frau. Und ja, es war eigentlich so, dass er sich sehr im Hintergrund gehalten hat, immer nur wieder gefragt hat, Schatz, was möchtest du? Schatz hier, Schatz da, geht's dir gut? Und eigentlich hatte die Frau das Sagen und er schien eigentlich nur darauf bedacht zu sein, ihr Gutes zu tun. Dass Thomas Deising einen Serienmörder nach Helgoland und zurückgeflogen hat, das hat er erst viel später erfahren. Und von der Polizei ist er nie vernommen worden. Abends gegen 9 kommt Olaf Data nach Hause. Vor dem Haus in der Bütteler Straße wartet schon die Polizei. Martha Neubauer hat Data beschreiben können und hat gesagt, dass sie ihn als ASB-Mitarbeiter kennt. Datas Ex-Kollegen und die Kripo haben die richtigen Schlüsse gezogen. Als Data die Beamten sieht, wendet er sein Auto und flieht. Aber es wird eine halbherzige und kurze Flucht. Sie führt nur ein paar Straßen weiter bis zu dem Haus, in dem seine Eltern leben. Das steht übrigens am Ende einer Sackgasse. Hier hält er an. Die 1300 Mark, die noch übrig sind von Martha Neubauers Geld, versteckt er unter der Fußmatte. Dann steigt er aus und lässt sich widerstandslos festnehmen. Er steht schon jetzt nicht nur unter Verdacht wegen Martha Neubauer, sondern auch wegen Mordes an Anneliese Kaune. Deren Leiche ist nachmittags gefunden worden und keiner hat Nein angekreuzt bei der Frage nach Anhaltspunkten für einen nicht natürlichen Tod. Vielleicht nur deshalb nicht, weil der Überfall auf Martha Neubauer schon bekannt war. Am Tag danach verkündet die Polizei auf einer Pressekonferenz, dass ein Krankenpfleger 5 Morde und einen Mordversuch gestanden hat. Und seine Festnahme habe ihm, nach eigenem Bekunden, eine Last abgenommen. Der Täter war in der Tat erleichtert. Und hier, ich sage nicht zu viel. Er hat also zum Schluss gesagt, dass er ganz froh ist und dass die Frau von gestern Morgen überlebt hat, weil er sonst wahrscheinlich weitergemacht hätte. Dieses letzte Opfer hat er bewusstlos liegen lassen. Ich wollte, dass es zu Ende geht. Er hat die Möglichkeit einer Entdeckung also bewusst in Kauf genommen. Und warum? Um entdeckt zu werden, so unsere Ansicht. Er wollte, dass es aufhört. Ich denke, in erster Linie versucht Herr Data auch da, wieder ein sehr positives Selbstbild zu generieren. Ja, also auch in der nicht ehrenwerten Serie noch etwas Ehrenhaftes zu konstellieren, weil er eben um ein oberflächlich sympathisches und angepasstes Bild bemüht ist, trotz der ganzen Serie. Data zeigt sich kooperativ gegenüber der Polizei. Er lässt sich zum Beispiel zu Tatorten bringen und zeigt da, wie er seine Opfer umgebracht hat.
Und er versucht, seine Schuld ein bisschen kleiner erscheinen zu lassen, als sie ist. Auch wenn er mit seinen Eltern spricht. Ja, er sagte, er war es nicht. Das war ein anderer. Ich sage, wie war das ein anderer? Ich sage, das waren deine Hände, die zugepackt haben. Ich sage, das ist kein Fremder gewesen. Ja, das war ein anderes Ich von mir. Ich sage, na ja. Ja. Der Prozess vor dem Bremer Landgericht dauert nur 6 Tage. Der Angeklagte ist geständig, da müssen nur wenige Zeugen vernommen werden. Die psychiatrische Sachverständige Nala Saime hat den Richtern erklärt, dass Data voll schuldfähig ist. Am 22. November wird das Urteil verkündet, lebenslänglich. Außerdem wird festgestellt, dass Data besonders schwere Schuld auf sich geladen hat. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Und Data wird viel länger als 15 Jahre im Gefängnis sitzen, meint der vorsitzende Richter. Nach meiner Erfahrung gehe ich von einer Mindestverbüßungsdauer von etwa 30 Jahren aus. Olaf Data hat mindestens 4 eigentlich perfekte Morde begangen. Perfekt deshalb, weil keiner gemerkt hat, dass es Morde waren. Er ist am Ende trotzdem gefasst und verurteilt worden für die Morde an Lisbeth Nägler und seinen anderen Opfern. Aber auf deutschen Friedhöfen liegen Tausende, die angeblich eines natürlichen Todes gestorben, in Wahrheit aber umgebracht worden sind. Man hat in Deutschland so jährlich etwa 1000, 1200 Tötungsdelikte, die die Mordkommission bearbeiten. Und wir gehen davon aus, dass etwa eine ähnliche Zahl noch einmal vorkommt, die nicht entdeckt wird. Dazu gehören insbesondere solche Fälle wie bei der Mordserie Data, als bevorzugte Opfer alte, schwache, zum Teil auch Kinder. Olaf Data sitzt für lange Jahre im Gefängnis. Aber sein Fall zeigt, wer sich wie er leichte Opfer sucht und sie auf eher wenig auffällige Weise umbringt, der hat offenbar gute Chancen, ungestraft davonzukommen. Weil rechtsmedizinisch vielleicht ungenügend ausgebildete, überforderte, vielleicht auch leichtfertige Ärzte natürlichen Tod bescheinigt haben, wo in Wirklichkeit gemordet worden ist. Und wenn in Deutschland Jahr für Jahr um die 1000 Tötungsdelikte nicht als Tötungsdelikte erkannt werden, dann heißt das auch, Tausende von Mördern und Totschlägern sitzen nicht hinter Gittern wie Olaf Data, sondern leben mitten unter uns. Vielleicht genauso unauffällig wie der Mann, der sein ganzes Leben lang auch nicht groß aufgefallen war, bis er als Oma-Mörder von Bremerhaven in die Kriminalgeschichte einging.